Ja, wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen. Heute soll es hauptsächlich um die Abgabeleistung gehen, also das, was ihr in der ersten Aprilwoche präsentiert und was wir bewerten. Dafür share ich jetzt mal kurz meinen Bildschirm. Ups. Na. Share my desktop. Yes. Einen Augenblick. Und zwar seht ihr jetzt einmal den Ausschnitt aus unserer E-Learning-Plattform, wo unten beschrieben ist, worin die Abgabeleistung besteht, beziehungsweise wie diese Abgabeleistung benotet wird. Und zwar, wie ihr seht, erstes, praktische Ergebnisse machen 60% der Note aus. Wir gucken uns also an, was für ein Prototyp oder Produkt ihr entwickelt habt und na, ich sag mal, wie komplex es ist, wie weit es fortgeschritten ist, ob es denn wirklich funktioniert. Hauptaugenmerk, funktioniert es denn? Das hat ja sehr viel mit, ich sag mal, eigener Projekt- und eigenem Projektkontrolle, Zeitmanagement zu tun. Und wie gesagt, das Hauptaugenmerk ist, ob eure Applikation insgesamt funktioniert. Und danach gucken wir darauf, wie ihr es gemacht habt, wie toll die Idee ist, etc. Das macht 60% der Note aus. Darf ich das Dann? ergänzen? Und Ja, klar. wir hatten jetzt ein Praktikum, habe ich das ja mehrfach mitbekommen. Und wir haben ja dieses Jahr wahnsinnig ambitionierte Gruppen dabei, die ja wirklich im Grunde, während sie arbeiten, immer neue Ideen haben. Das ist super. Sie müssen halt nur den Punkt halt finden, das erwähnte ich aber schon im Praktikum, an dem sie halt sich für ihre Abgabe überlegen, was ihr Projektstand ist. Ne? Weil es ist für uns halt schöner oder wichtiger. Sie haben halt ein in sich funktionierendes Projekt, wo dann halt die Projektaspekte, die Sie zeigen möchten, funktionieren, als wenn Sie halt ganz viele offene Baustellen uns zeigen. Ne, das wäre super, ne, dass Sie sich halt überlegen, was ist dann halt der Projektstatus, den wir am Ende präsentieren möchten und dass Sie den halt so gut es geht durchimplementieren. Ne, die optionale Erweiterung können Sie am Anschluss dann auch noch machen, aber dass Sie halt im Grunde das, was gezeigt werden soll, dass das halt super funktioniert, ne? Und dass das halt ein schönes, kleines Produkt ergibt. Genau, wir werden die tollste Baustelle werden wir schlechter bewerten als ein gut funktionierender, aber nicht so umfänglicher Prototyp. Genau, und dieses praktische Ergebnis, was ja im Zentrum unserer ganzen Arbeiten steht, weswegen wir hier ja auch diese Baukästen gekriegt habt, macht 60% der Note aus. Dann gibt es die schriftliche Ausarbeitung, also die Dokumentation im MediaWiki, was wir euch kurz gezeigt haben, womit wir euch, wie gesagt, auch die Kompetenzen vermitteln möchten, so etwas wie Wikipedia zu editieren und selbst zu gestalten. Das wird Florian gleich genauer ausführen. Und dann gibt es zusätzlich ein Poster für eine Posterpräsentation. Also normalerweise ein A1-Poster, A2-Poster, weil wir normalerweise immer eine echte Messe gemacht haben, wo man von Stand zu Stand geht. Und diese Poster soll es auch diesmal geben. Und wenn ihr jetzt noch mal ein Videokamerabild gibt, würde ich das auch gerne wieder vorher zu einem kleinen Heft zusammenführen. Das ist das vom letzten Jahr. Da sind diese ganzen unterschiedlichen Projekte in Form eines Begleitheftes realisiert. Und das zeige ich euch jetzt mal. Und zwar sind hier unten drunter verschiedene Beispiele von diesen Plakaten vom letzten Jahr, vom letzten, vorletzten etc. Ja, und ich zeige euch jetzt mal, ups, die Plakate vom letzten Jahr. Also letztes Jahr war die Zielrichtung ein bisschen anders, und zwar haben wir Assistenzsysteme für Menschen mit Beeinträchtigungen gemacht. Und dann gab es zum Beispiel hier mit Drink with Me gab es ein Produkt, was erfasst hat, wie viel man denn trinkt, gerade für ältere Menschen wichtig, die zu wenig trinken. Ja, das ist das gesamte Plakat. Wichtig ist, dass man erkennt, wer das Plakat gemacht hat. Natürlich, es soll optisch ansprechend sein. Das, was hier zum Beispiel fehlt, ist in welchem, ja, doch eingebettete Systeme, ja, also wofür es ist, soll natürlich dargestellt werden. Und insgesamt soll es eigentlich dazu verlocken, an diesem Messestand stehen zu bleiben und sich das Plakat anzusehen. Ja, anderes Plakat, A++, eine kontrollierte Packstation. Da ging es darum,
Menschen mit kognitiven Beeinträchtigungen zu führen und zu merken, wie viele Teile sie aus einem Kasten genommen haben, um zum Beispiel etwas ja, zusammenzubauen oder zu sortieren etc. Das wird hier genauer beschrieben. Nächste Plakat, Drink Up, das hatte so eine ähnliche Idee wie das erste Plakat. Medikit, da ging es, wir haben ja so ein ähnliches Projekt jetzt aktuell, da ging es um eine smarte Pillenbox in diesem Fall, damit man auch gerade als älterer Mensch oder als Mensch mit kognitiven Beeinträchtigungen nicht vergisst, seine tägliche Ration an Pillen, die man verschrieben hat, ja, zu schlucken, verbunden mit einem Telegram-Bot haben die das kombiniert. Food Burnout oder ich greife nochmal Balance-Schuh heraus. Ein Studierender hatte eine Fußverletzung, hat eine Sehne angerissen und dann darf man hinterher den Fuß nur mit einem bestimmten Gewicht belasten. Normalerweise lernt man das dann einfach zu fühlen, was eine Belastung von 10 Kilogramm zum Beispiel bedeutet. Und in diesem Fall hat der eine Schuheinlage gebaut und die Kraft, ab wann ein Warnton und ich glaube auch ein Schüttelalarm gegeben werden soll, konnte mit einer App eingestellt werden und das hat er dann in seinen Schuh eingebaut. Und so weiter. Also, so ein Plakat in der Art erwarten wir auch von euch, erwarten wir von euch vorher, so dass wir es zu einem Heft, wie ich es gerade gezeigt habe, für alle zusammenfassen können. Ja, ich glaube, hier an dem könnt ihr euch ganz gut orientieren, was ich euch da hineingelegt habe. So, und was wir tatsächlich machen wollen hinterher, ist eine virtuelle Messe. Und zwar werden wir das mit Wandami machen. Würdet ihr finden unter Wonder, also WONDER.ME.me. Und ich habe das mal so ein bisschen simuliert. In diesem Messeraum kann man verschiedene Messestände definieren. Also ich habe hier zum Beispiel mal die Info-Lounge definiert. Da sind drei Personen drin. Also man erkennt im Prinzip Florian, mich und noch jemand anders. Und hier haben wir zum Beispiel die Gruppe, den Stand Schiffe versenken. Hier haben wir den Stand Clean Air. Bis zu 15 Stände können wir haben. Das könnte so ganz knapp reichen. Und zwar für die Abschlussveranstaltung von eingebettete Systeme. Das heißt, wir machen eine öffentliche Messe, wo auch ganz viele Personen von außen kommen können. Und wenn man in das System reingeht, das macht man mit Google Chrome, mit den anderen Browsern funktioniert es noch nicht so gut. Also ist ein sehr neu, recht neues System, eine Kölner Firma, so viel ich weiß. Dann wird ein Foto von einem gemacht und man kriegt dann so ein Pömpel mit seinem Foto, was man hin und her schieben kann. Und wenn man das in einen solchen Bereich schiebt, also in diesem Bereich Schiffe versenken zum Beispiel, dann tut sich automatisch eine Videokonferenz zwischen diesen Personen auf. Das heißt, von außen sieht man, wo alle Menschen gerade sind. Und wenn ich reingehe, dann geht die Videokonferenz aus und es gibt da drin einen Präsenter oder ein Moderator, der kann, also sprich derjenige, der euer Projekt vorstellt und der stellt dann in einer ganz normalen Messe erstmal sein Projekt vor mit einem normalen Slidesatz und mit der Videokamera kann man das Ganze zeigen, sodass ihr alle anderen besuchen könnt. Und wir als Host können dann zu bestimmten Zeiten so eine Broadcast-Message machen, also auch eine Audio-Message an alle, dass wir, also Florian und ich, jetzt zum Beispiel zur Gruppe Schiffe versenken gehen, um dort die Prüfung abzunehmen. Das heißt, wir werden, genauso wie ihr das vorher bei anderen präsentiert habt, werden wir das Projekt uns präsentieren lassen in 5 bis 10 Minuten, werden nachfragen etc. und werden mitprotokollieren und daraus hinterher unsere Note machen. Dafür können wir dann sagen, in dem Raum, wenn wir sind, dass bitte schön alle anderen den Raum verlassen können. Und dann gibt es hier auch, wenn man im Raum ist, gibt es so ein Verschließensymbol. Wir können den Raum schließen, sodass keine anderen reinkommen können. Dann sind wir also mit der Kleingruppe und wir zwei sind zusammen, um eben in dieser Diskussion ja, zu lernen, was ihr gemacht habt, uns ein Urteil zu bilden, uns euer Plakat anzugucken, was wir ja vorher auch schon gekriegt haben. Und daraus eine Note zu finden. Wir machen also einen virtuellen Messestand. Ich setze so 4 Stunden oder so etwas an. Aus eurer Präsentation auf dem Messestand ziehen wir die Teilnahmenote von 60%. Aus eurem Plakat, was wir vorher gekriegt haben, was alle Studierenden als Heftchen haben,
ziehen wir 20% und den Wikipedia-Eintrag mit der Beschreibung gucken wir uns dann auch nochmal getrennt an, ziehen 20%. Das gibt eine Gesamtnote, die wir euch präsentieren, wo wir logischerweise auch zur Diskussion bereit sind. Und dadurch kriegt ihr eure Gesamtnote. Ja, das wäre schon mein Teil. Gibt es Nachfragen dazu? Also ich sehe niemanden, der die Hand hebt. Okay, Gut. Florian, möchtest du mit Wikipedia weitermachen? Na klar, Sekunde. So, freigeben. Ja, wie gesagt, 20% Ihrer Note ist, mein Mikrofon ist an, ja. Ja, 20% Ihrer Note ist Ihr Wiki-Eintrag und da hatten wir ja schon mal auf die Wiki-Seite vom HRW FabLab hingewiesen. Das Ganze ist ein Media-Wiki, das heißt, das ist im Hintergrund die gleiche Technik, wie das halt auch Wikipedia halt hat, mit der gleichen Syntax, nur halt in viel, viel kleiner und halt für uns halt separiert. Wenn Sie sich mal hier umschauen, im Grunde hier gibt es halt verschiedene Artikel, die unser FabLab bisher mal so gemacht hat, von Tutorials zu unseren Gerätschaften. Aber der größte Teil der Inhalte besteht aus den Dokumentationen der vergangenen Jahre von eingebetteten Systemen. Jetzt sehen Sie halt hier so eine Liste von 2017, 2018 und Sie sehen hier Einträge mit verschiedenen Farben. So. Blau kennen Sie ja, ist ja traditionell im Grunde eine Farbe für Links im Internet. Wenn man da mal irgendwo draufklickt, dann sieht man halt hier schon eine Projektdokumentation. Die Einträge, die rot sind, die müssen wir jetzt eigentlich für die vergangenen Jahre mal rausnehmen, da wird wohl nichts mehr passieren. Die sind aber angelegt worden, das war ein angekündigtes Projekt. Die sind aber halt nicht dokumentiert worden. Ne, wenn ich hier draufklicke, dann sieht man halt hier, ich müsste jetzt hier den Artikel von Jack Out of the Box halt erst erstellen. Und das machen wir uns aber zunutze. Ne? Das ist halt ein typisches Vorgehen in so einem Wiki, dass man sich quasi halt, also man kann es natürlich auch machen, indem man erst den Inhalt macht und dann den Link setzt, aber eine einfache Art und Weise, wie man halt solche Verlinkungen machen kann, ist, dass wir, wie zum Beispiel halt hier, ne, das wäre jetzt unser Semester. Ich habe ja gefragt nach den ganzen, nach den Projektnamen. Die werde ich halt im Anschluss der Veranstaltung die Projektnamen, die halt gegeben wurden, hier eintragen. Dann haben wir halt hier jede Menge roter Titel. Und wenn Sie dann halt hier so einen Projekttitel halt haben, dann können Sie auf Ihren Projekttitel klicken und können anfangen, dort zu editieren. Und wie das geht, schauen wir uns mal an. Dafür würde es Sinn machen, dass Sie sich halt einmal ein Benutzerkonto erstellen. Sollte es bei dem, also benutzen Sie bitte Ihre HRW-Adresse, um Ihr Konto zu erstellen. Das macht es dann bei uns halt einfacher, dort später halt Fake-Accounts halt rauszufiltern. Dann nutzen Sie Ihre HRW-Adresse, wenn Sie dann einen Account haben. Ich melde mich mal mit meinem an. Florian. So, ich bin jetzt halt angemeldet als Florian und ich habe als Administrator also ich kann diese Hauptseite bearbeiten. Das ist eine Funktion, die Ihnen untersagt ist. Sie können halt in Ihrem Artikel arbeiten, aber nicht die Hauptseite. Das heißt, wenn Sie halt die Änderung an Ihrem Projekttitel halt vornehmen möchten, dann müssten Sie mir bitte Bescheid sagen einmal. Jetzt gehe ich in so einen Artikel rein. Als angemeldeter User bekomme ich jetzt halt eine Editiermöglichkeit und ich könnte jetzt halt hier anfangen, meinen Artikel zu XYZ zu schreiben. Wenn ich das Ganze dann halt speichere,
Dann ist das jetzt sehr spartanisch, aber mein Artikel zu, jetzt müsste ich mal die Seite aktualisieren. Ja, wieso wird der nicht blau? Ich vermute mal, das liegt noch am Cache. Normalerweise würde der jetzt blau werden. Und hier ist mein Artikel zu XYZ halt hinterlegt. Hier oben, das kennen Sie von Wikipedia halt auch, haben Sie jetzt halt verschiedene Reiter. Das ist in diesem Lesemodus, der Artikel ist vorhanden. Eigentlich sind Sie jetzt hier, um den Artikel sich einfach nur anzusehen. Sie können aber jederzeit hier reinspringen und können diesen dann auch wieder bearbeiten. Das ist halt in dem Wiki so, dass jeder jeden Artikel bearbeiten kann. Auch da gilt wieder so eine gewisse Knigge einzuhalten, dass man quasi halt nur das editiert, von dem man Ahnung hat. In dem Fall ist es halt ihr eigenes Projekt und sich dort halt bewegt. Es gibt dann aber eine Versionsgeschichte, das schauen wir uns aber mal beim anderen Artikel an. Da können halt alle Änderungen zu einem Artikel gesehen werden. Wir schauen mal hier bei iPenny, das ist glaube ich ein etwas umfangreicheres Projekt. Und ich könnte diesen Artikel jetzt hier bearbeiten. Ich kann mir aber auch die Versionsgeschichte ansehen. Und hier können Sie halt genau sehen, welcher Teilnehmer, und deswegen würde es Sinn machen, dass jeder von Ihnen, der an diesem Artikel editiert, sich einen eigenen Account macht. Hier kann man halt sehen, welcher Teilnehmer im Projekt welche Änderungen halt gemacht hat. Das ist halt alles hier dokumentiert. Die kann man rückgängig machen und man kann halt auch sehen, wer halt was dazu beigetragen hat. Wenn man jetzt mal aber in den Bearbeitungsmodus reingeht von so einem Artikel, dann sieht man hier so Elemente, die sehen schon so teilweise ein bisschen aus wie HTML, ne, Zeilenumbrüche. Und so ähnlich läuft das hier auch, ne? Wir haben halt hier eine Syntax, eine Auszeichnungssprache, mit der Sie jetzt halt Ihren Artikel gestalten können, ne? Da sehen Sie halt ganz viel halt hier diese Steuerungselemente und die haben halt alle auch eine Funktion. So, schauen wir uns nochmal den Artikel halt an. Der startet und typischerweise, und das macht halt sehr viel Sinn, haben wir halt hier ein Inhaltsverzeichnis und hier auf der rechten Seite so eine Projektzusammenfassung. Und genau das gleiche finden wir halt hier auch. Wir haben halt hier so eine Projektzusammenfassung, also quasi eine kleine Headline. Das ist das, was Sie halt hier oben sehen. Jetzt überlege ich gerade mal, wie wir das vielleicht geschickter machen können, dass wir das parallel sehen. So vielleicht. So, wir haben jetzt hier oben den Einleitungstext und den finden Sie jetzt hier auch wieder. Das ist ein ganz normaler, reiner Text. Und dann geht es halt los mit einer speziellen Syntax, indem wir hier diese Box erstellen wollen. Ne, das kann man sich jetzt hier anschauen. Wie das Ganze aufgebaut ist, das ist ein bisschen, ja, ich sag mal, kryptisch, aber beschreibt hier wirklich halt nur mit Abständen, mit Breiten, ähnlich wie das CSS in HTML tun würde, wie diese Box hier halt genau aussehen soll. Da müssen Sie aber gar nicht bange sein, weil Sie können halt einfach in ein anderes Projekt reingehen, wo Ihnen das Ganze gefällt. Zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, das Ganze hier, das sieht so ähnlich aus wie das, was ich mir für mein Projekt halt auch vorstelle. Dann würde ich jetzt halt hier reingehen, würde mir halt den Abschnitt kopieren, der für mich relevant ist. Wechsel dann halt in unser eigenes Projekt. Das war ja in diesem Fall das Projekt XYZ, was jetzt auch schon blau war. Ich bearbeite das. Füge halt hier im Grunde meinen geliehenen Code ein, den muss ich natürlich jetzt für mich abändern. Würde hier halt auch eine andere Grafik, andere Entwickler halt eintragen. Zum Beispiel wäre in diesem Fall Entwickler Florian. Und wenn ich das Ganze dann speichere, dann hat mein Projekt noch nicht viel, aber ich habe halt hier schon so ein Formatierungsfeld
und der Entwickler hier ist Florian und ich müsste das jetzt dementsprechend für mich anpassen. Und so können Sie da gerne vorgehen. Wir wechseln nochmal wieder zurück. Es gibt dann halt auch noch andere Formatierungen. Zum Beispiel, wenn Sie jetzt anfangen, Headlines zu schreiben. Also mit einem Gleichheitszeichen auf jeder Seite von einem Text ist eine Headline. Das generiert Ihnen hier so eine Kapitel-Headline. Das Schöne daran ist, wenn Sie das halt für Ihre verschiedenen Abschnitte so durchziehen, ne, wir sehen es halt hier in Hardware, da gibt es dann dementsprechend hier mit den mehreren Gleichheitszeichen hier Unterpunkte innerhalb eines Hardwares, also das sind quasi Überschriften und Unterüberschriften. Und wenn Sie das halt dementsprechend anlegen, dann generiert Ihnen dieses Wiki automatisch das Inhaltsverzeichnis hier oben. Ne, das ist halt auch sehr schön, sollte man halt auch anlegen, damit kann man halt hier direkt zu verschiedenen Sachen navigieren. Aber das werden Sie halt alles von Wikipedia halt schon kennen. So, jetzt gibt es natürlich verschiedene Sachen, wie zum Beispiel hier unter 3D-Druck, wo wir so eine kleine Bildgalerie haben. Da schaue ich mal, ob ich das Ganze halt hier finde, wie das gemacht wurde. 3D-Druck. So, hier haben wir ein Galerieelement. Es gibt, da ist ein Unterschied, ob ich halt einfach, guck mal gerade, ob ich einfach nur ein Bild irgendwo finde. Das wäre hier unter Software, Webentwicklung, Software. Hier zum Beispiel, hier wird lediglich halt diese Grafik eingestellt, ne, mit den doppelten eckigen Klammern. Wie Sie das nochmal genau recherchieren können, zeige ich Ihnen gleich nochmal. Aber mit den doppelteckigen Klammern, Datei, kann hier eine Grafik oder eine Datei halt hinterlegt werden. Und hier ist dann noch ein bisschen Beschreibung, wie das Ganze formatiert werden soll. Im Gegensatz dazu, zu einer einzelnen, ja, einzelnen Datei, ist dies hier oben eine Galerie mit mehreren Bildern. Und auch die Galerie hat wieder eine eigene Formatierung, die in einer bestimmten Art und Weise angegeben werden sollte. So, jetzt ist ja die Frage, woher bekommen Sie halt diese ganzen Informationen hier? Ne? Wie lautet diese Syntax? Was kann ich hier als Option halt anwählen, um das Ganze halt möglichst schön zu formatieren? Hier zum Beispiel, wie funktioniert so eine Tabelle? Ne? Sie sehen, das ist halt eine etwas andere. Also das hier rechts ist jetzt was Pendant zu der Tabelle hier. Sie sehen, das Ganze ist halt so ein bisschen, ja, erstmal kryptisch aufgebaut, ne? Aber im Grunde, wenn man es einmal geblickt hat, ganz einfach. Jetzt stellt sich aber die Frage, Sie möchten gerne eine Tabelle oder eine Grafik einfügen und wie kommen Sie halt an die Informationen dazu, wie das Ganze gemacht werden kann. Dann gehen wir mal hier auf die Hauptseite, scrollen nach ganz unten, dup, dup, dup hier und dann gibt es das Media Wiki FAQ, glaube ich. So, da gelangen wir jetzt zur Seite vom offiziellen MediaWiki-Projekt. Sie sehen auch hier oben in der URL, wir haben jetzt die Seite gewechselt. Also wir sind jetzt quasi auf die Projektseite gegangen. Ähnlich, als wenn Sie jetzt aus einem WordPress-Instanz auf die WordPress-Entwicklerseite gehen würden. Und wir schauen uns jetzt halt hier diese Seite vom MediaWiki halt an. Hier können Sie das ganze Projekt halt runterladen, können das in Ihre eigene auf Ihren eigenen Webserver spielen, wenn Sie mal ein eigenes Wiki brauchen. Aber, und das ist halt wichtig, Sie können halt hier im Grunde halt auch das Ganze als Dokumentation nutzen. Also das Media Wiki, die Hauptseite, ist halt in sich schon seine eigene Dokumentation. Das ist ganz nett. Und da suche ich dann jetzt zum Beispiel etwas wie Table. Sehr wahrscheinlich müssen wir hier in Englisch suchen, weil das aber das ist halt, es gibt hier auch deutsche Artikel, da muss man mal schauen. Manche Sachen gibt es auch in Deutsch, aber zuverlässig findet man halt die meisten Artikel in Englisch. Und dann schauen wir hier mal rein und hier wird jetzt genau beschrieben, wie so eine Tabelle aufgebaut ist und wie ich die formatieren kann, wie ich halt hier Headlines in der Tabelle setze, wie ich was fett mache,
wie ich Rahmen setze, all das wird halt jetzt hier beschrieben. Und genau solche Beschreibungen gibt es halt zu allen Formatierungselementen, die Sie halt für so einen Artikel brauchen. Zum Beispiel Galerie. Na, hier finden Sie jetzt halt das, was wir gerade zu dieser Galerie halt hier hatten, wie diese aufgebaut ist und wie ich die dann formatieren kann und was es dort für Optionen gibt. Nicht jeder Artikel, den wir hier bei uns im eigenen Wiki haben, benutzt halt alle Formatierungselemente. Da müssen Sie halt so ein bisschen mal sich Anregungen holen bei den verschiedenen Projekten, was es denn überhaupt so gibt. Und wenn Sie halt mal wirklich irgendwas Exotisches haben möchten, dann können Sie auch direkt hier in das MediaWiki-Projekt gehen und können dann halt sich hier mal ein bisschen durchklicken und schauen, was es denn halt alles so gibt. Da ist von Video-Embedding bis ja, einfache Grafiken ist da alles dabei. Sollten Sie ein exotisches Element halt finden, was für Ihr Projekt wahnsinnig viel Sinn macht, zum Beispiel, ich glaube, Video haben wir auch bei uns eingebunden. Das müsste ich jetzt mal in irgendeinem Projekt raussuchen, auf unserer Seite. Guck mal, ob ich jetzt auf die Schnelle was finde. Morphbot hat meine Videos eingebunden. Morphbot. Ja, hat es. Suche ich mal Morph. Und vielleicht fängst du auch sogar noch einfacher an. Wie kriege ich denn überhaupt Foto hochgeladen? Genau, ja, Bild eingefügt. genau, das ehrlich am Ende nochmal, weil das ist auch nochmal eine Sache. Hier Morphbird zum Beispiel. So. Der Vorteil ist an diesen Artikeln, ne, also wenn Sie halt Überschriften haben, dann haben Sie den Vorteil, dass Sie einmal zwar auch den kompletten Artikel hier oben bearbeiten können, Sie können aber halt auch, sobald Sie hier Kapitel eingefügt haben, können Sie auch die Kapitel einzeln editieren. Ne, das hat den Vorteil, dass Sie dann nicht mehr dieses geballte Dokument auf einmal bekommen, sondern Sie bekommen halt hier auch Unterelemente. Und hier ist jetzt halt ein Video eingefügt. Fall. Ich hätte gedacht, dass es da irgendwie noch ein spezielles Video-Plugin gibt, aber sei es drum. Ne? Das ist jetzt halt ein Video, was hier als ach so, das mag sein, dass das tatsächlich hier als Datei hochgeladen wurde, das Video. Das ist natürlich, das ist jetzt eigentlich nicht so unbedingt im Sinne des. Also, weil dann wird unser Wiki relativ schnell relativ groß, wenn wir hier sehr viel Inhalt an Videocontent haben. Schöner ist es eigentlich, Sie laden Ihre Videos halt in einen YouTube-Kanal hoch. Ne, YouTube ist ja für Videos prädestiniert und verlinken dann einfach halt ihr Projekt. So, deswegen, ich wollte nochmal einen Blick werfen. Ob ich das in einem von meinen Projekten eventuell benutzt habe. Fab Academy. So, hier zum Beispiel, hier ist ein YouTube-Video eingebettet. Und genau, da kann man halt hier sehen, dass das Ganze ein eingebettetes YouTube-Video ist. So. Schauen wir mal. Extension Embed Video. Ich meine, das wäre das gewesen. So, und hier ist jetzt quasi ein Projekt, genau dieses EVEVU. Ne, hier mit dieser Anfang, daran erkennt man, dass das dieses Plugin halt ist. Ist halt ein zusätzliches Plugin, was ich in das Standard Media Wiki halt eingefügt habe, um hier YouTube-Videos zu präsentieren auf eine richtige Art und Weise. Das sehen Sie an dem Media Wiki immer, wenn das hier unter Extension aufgeführt ist. Dann ist das quasi halt eine Erweiterung, die man erst nachinstallieren muss. Worauf ich hinaus möchte ist, das ist jetzt halt ein Embed Video Extension, die für Projekte bei uns unheimlich Sinn gemacht haben und deswegen haben wir das Ganze halt dem Media Wiki hinzugefügt, dass man das jetzt halt nutzen kann. Wenn Sie jetzt irgendeine Extension finden, die Sie brauchen, um Ihr Projekt vielleicht besonders gut zu dokumentieren, was halt wahnsinnig viel Sinn macht, dann können Sie mich einfach anschreiben und dann versuchen wir im Grunde diese Extension in unserem Media Wiki für Sie zu implementieren.
Aber ich denke mal, wir haben eine große Bandbreite. Wahrscheinlich werden sie mit den Sachen auskommen, die wir hier so haben. So, jetzt sagte Michael gerade ganz zu Recht, wie kriege ich denn jetzt überhaupt Bilder bei mir rein? Weil das ist ein bisschen seltsam am Anfang, auch nicht so unbedingt selbsterklärend. Ich wechsle nochmal wieder in unser Projekt XYZ. Jetzt habe ich halt hier ein bisschen was geschrieben und ich mache mir mal eine Headline. So, hier geht es los. Und hier geht es weiter. Und da steht da ein bisschen was drunter. Ah, muss ich hier die Syntax noch beenden. Was habe ich da gemacht? Diesen Endtag vergessen. Ja, wahrscheinlich. Ich nehme das aber mal raus. Es war ja sowieso nicht so passend zu unserem Projekt. So, Sie sehen das jetzt hier. Ich habe jetzt hier meine Headlines. Also unser Projekt wächst so langsam. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle eine Grafik einbetten. So, jetzt gibt es ja hier nirgendwo die Möglichkeit, ein Bild hochzuladen, sondern das finden Sie tatsächlich hier auf der linken Seite. Da gibt es Datei hochladen. So, hier gibt es mal für jedes Bild, was Sie hochladen möchten in das Wiki, müssen Sie halt diesen Dialog aufrufen und Ihr Bild extra auf diese Plattform hochladen. Der Hintergrund ist, Sie erstellen hier quasi halt einen eigenen Eintrag zu Ihrer Datei. Beispiel, wenn ich jetzt in einem Projekt bin, wo sich ein Bild drin befindet, dann kennen Sie das von Wikipedia auch. Wenn ich jetzt hier draufklicke, dann sind Sie jetzt hier auf einer eigenen Beschreibungsseite, die diese Grafik beschreibt. Ne, Sie sehen das hier oben halt auch, ja, das hat einen eigenen Dateihandle und heißt UpStudio 4PNG. Hier gibt es dann halt eine Version. Also hier würde man dann halt auch die verschiedenen Versionen der Bilder sehen. Man sieht die Aspekte, wann das Ganze hochgeladen wurde und so weiter. Sie brauchen aber jetzt diesen Dateihandle, um diesen in Ihrem Artikel halt einzubinden. Wir demonstrieren das einfach mal. Ich glaube, dann ist das am einfachsten. Ich möchte jetzt hier ein Bild hochladen. Ich durchsuche mal hier meinen Computer, ob ich auf die Schnelle irgendwie ein Bild finde. So, und das Ganze nenne ich mal Tic-Tac-Toe. Und hier kommt eine Beschreibung dazu. So. Machen wir es auch richtig hier. Vielleicht am Rande nochmal die Erwähnung. Bitte, wenn ihr Bilder hochladet, seid euch sicher, dass ihr die Rechte habt. Und ihr seht da hinten auch, da rechts unten auch Lizenzoptionen bearbeiten. Man kann hier jetzt auch sagen, wie dieses Bild zu verwenden ist. Also ob es zum Beispiel nach einer Creative Commons Lizenz frei für die weitere Verwendung von anderen ist. Und das Schlimmste wäre, wenn ihr ein geklautes Bild habt und behauptet dann, ihr hättet die Rechte, beziehungsweise die Rechte wären frei. Das kann so richtig Ärger geben. Ja, einmal kann das im Grunde, also ist für Ihr Projekt halt schlecht, weil Sie dürfen halt keine Plagiate benutzen. Alles, was Sie in Ihrem Wikipedia-Eintrag halt erstellen, sollte von Ihnen selber halt aufgenommen worden sein. Am besten halt als Screenshot, als Grafik. Bitte niemals irgendwelche anderen Bilder aus dem Internet dazu benutzen. Das hat zwei Sachen zur Folge. Einmal würde Ihre Arbeit dann als Plagiat gelten und würde im Zweifelsfall durchfallen. Und wenn das Ganze halt vom Urheber eventuell entdeckt wird, auf unserer Seite, das ist eine Seite, die vom HRW FabLab halt gehostet wird und dort sind Plagiate ja, ersichtlich, dann können wir dafür abgemahnt werden und zahlen da eventuell empfindliche Strafen. Ne? Deswegen sind wir da auch sehr streng halt, was dann halt die Bewertung angeht, wenn wir halt sehen, dass dort Plagiate hinterlegt werden. Dann wird das wahrscheinlich zum Durchfall Ihres Projekts führen. Also bitte da sehr drauf achten. Aber das ist eigentlich
im kompletten Internet so. Ne, das ist jetzt nicht nur bei uns im Media-Wiki so, das sollten Sie generell halt vielleicht einhalten, wenn Sie halt irgendetwas veröffentlichen, was Sie aus anderen Quellen haben, dann müssen Sie halt ganz genau checken, ob Sie die Rechte dazu haben oder nicht. Ne, im einfachsten Fall lädt man halt nur eigenen Content hoch. So, jetzt habe ich hier mein Bild hochgeladen, habe eine Beschreibung gegeben, lade das Ganze halt hoch. Und der Name wurde geändert. Aber Ja. keine Leerzeichen. Ja, aber hat er das jetzt auch geänderte, achso, geänderte Beschreibung abschicken. Super, und da ist es, ne? Das ist jetzt quasi halt mein Dateihandle. Und den merke ich mir am besten schon mal. Ich kopiere mir den in die Zwischenablage, weil den brauche ich gleich. So, jetzt gehe ich wieder mal in mein Projekt hier hinein. Und ich möchte unter hier geht es los, möchte ich gerne das Bild platzieren. So, da schreibe ich schon mal meinen Dateinamen rein. Wenn ich das jetzt aber halt einfach öffne, dann bringt das nichts viel. Das wird dann halt einfach als Text wiedergegeben. Jetzt kann ich entweder in einem anderen Artikel hier schauen, wie dort Bilder eingefügt werden. Oder besser, wenn ich es genau wissen möchte und alle Formatierungsoptionen dazu wissen möchte, dann gehe ich hier in den Wiki-Artikel und suche halt mal nach Image. Und gucke mal, mir mal hier an, da wird mal beschreiben, was hier für Bilder supported werden. Und hier geht es dann los. Hier ist dann beschrieben, wie Bilder formatiert werden können. Ne? Mit Texten darüber und darunter. Und wie ich dann halt hier mein Bild auf verschiedene Art und Weisen. Das ist ein bisschen schwer zu erkennlich, weil ich hier in der Mitte gescrollt bin. Wie ich das linksbündig, rechtsbündig mache, wie ich die Größe verändere und überall das ist halt hier, ist halt im Grunde eine detaillierte Beschreibung dazu, wie das funktioniert. Jetzt würde ich das halt hier bei meinem Projekt auch so umsetzen wollen. Also, hier ist File, example.jpg. Liegt daran, dass das eine englische Instanz von MediaWiki war, wo das Bild hochgeladen wurde. Bei uns ist es dementsprechend Datei. Ich nehme jetzt halt meine Datei, die ich hier zeigen möchte. Kopiere das hier an die richtige Stelle. Und ansonsten wird das jetzt als also als Thumbnail angezeigt. Und hier habe ich noch eine Caption. Also das ist die Bildunterschrift. Bild unter. Oder ich schreibe mal hier Tick-Tack. Und wenn ich das Ganze jetzt mal speichere und mir anschaue, dann seht ihr, ich habe jetzt halt hier ein Thumbnail, was die Bildunterschrift Tic-Tac hat und meine Grafik wird angezeigt. Und so seid ihr halt in der Lage, euren eigenen Wiki-Artikel halt selber völlig frei, das ist ähnlich, als wenn man eine Webseite bauen würde, in einem Dokumentationsformat, aber ähnlich frei seid ihr in der Lage halt, mit allen möglichen Aspekten eure Arbeit zu dokumentieren. Ne? Und wie das Ganze halt aussehen sollte, das könnt ihr halt ja euch ein bisschen Input bei den anderen Projekten halt holen. Ne? Hier gibt es halt, ihr werdet das relativ schnell sehen, was gut dokumentiert ist, was weniger gut dokumentiert ist. Und da solltet ihr euch dann eher halt an den besseren orientieren. Ansonsten seid ihr da aber sehr frei, was die Gestaltung angeht. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu speziellen Dateien. Nicht alles, was ihr tut, muss im MediaWiki unbedingt hinterlegt sein. Was ist das jetzt für eine Aussage, Florian? Also, ihr müsst schon im Grunde alles zeigen, was ihr gemacht habt. Ne? Weil immer nach dem Motto, was nicht dokumentiert wurde, wurde nicht gemacht. Ihr müsst euch ja vorstellen, wenn wir uns eure Arbeit halt ansehen, dann ist es ja so, dass wir halt lediglich das bewerten können, was wir hier sehen. Ne? Oder ihr euch in eurer Projektpräsentation halt zeigt. Alles das, was ihr hier nicht beschreibt, worüber ihr aber vielleicht im Laufe des Semesters gestolpert seid, können wir ja überhaupt nicht wissen. Sind aber alles Dinge, die eventuell positiv in eure Projektbewertung halt einfließen könnten. Zum Beispiel, wichtig, wichtig, Probleme, auf die ihr gestoßen seid.
Ne? Es kann sein, dass ihr vielleicht euch mal irgendeine Sackgasse verrannt habt, dass ihr vielleicht schon mal eine Alternativlösung entwickelt habt, wo sich dann aber rausgestellt hat, dass das Ganze ein großer Fehlversuch war. Da macht das bestimmt Sinn, das mal zu notieren, irgendwo zu vermerken, damit andere Leute, die das Projekt eventuell nachbauen wollen, nicht in die gleichen Probleme halt laufen. Ne? Und das zeigt auch die Arbeit, die ihr mit eurem Problem gehabt habt, dass ihr die dokumentiert habt. Ne? Also sowas macht durchaus immer Sinn. Dann gibt es Sachen wie, ich schaue nochmal, ob ich ein Beispiel dazu finde. Bup, bup, bup. Veröffentlichung. Also hier wird halt auf externe Webseiten verlinkt, ne? Also Quellen, auf die das Projekt zurückzuführen ist. Aber ich gucke noch mal bei dem iPenny zum Beispiel, ne? Weil ich das hier gesehen habe. Wenn ihr jetzt hier, na, das wird in diesem Semester wahrscheinlich nicht bei allen passieren, aber hier in dem Semester war es halt massiv so, dass die Leute auf 3D-Modelle halt gesetzt haben. Ne? Dort war auch CAD-Entwicklung halt ein Thema. Und Thingiverse zum Beispiel war eine Seite, mit der man 3D-Objekte hochladen konnte. Ne? Sie sehen das jetzt hier, iPenny, das sind jetzt halt die 3D-Modelle von dem Projekt iPenny. Das macht jetzt natürlich viel mehr Sinn, solche Dateien auf einer Plattform wie Thingiverse hochzuladen, die dafür prädestiniert ist, solche 3D-Modelle halt zu hosten und suchbar zu machen und dann einfach nur eure Thingiverse-Seite in den MediaWiki-Artikel zu verlinken, als wenn ihr jetzt jede Datei hier in dem MediaWiki hochladet. Ne, weil dafür ist das MediaWiki eigentlich nicht gemacht. Das ist halt für Texte, Grafiken, ja und eventuell mal ein eingebettetes Bild. Wenn ihr dann aber auch zum Beispiel euren Quellcode zeigen wollt, dann bitte nicht den Quellcode hier am Ende des MediaWikis einfach runtergerasselt dorthin geschrieben, sondern macht es halt ordentlich, macht das Ganze eventuell hier unter GitHub, auch wieder hier. GitHub ist eine Plattform, die dafür prädestiniert ist, Quellcode zu hosten. Ne, mit allen Funktionen, die man bei Quellcode benötigt, wie halt eine Code-Ansicht, eine Syntax-Highlighting, eine Zeilennummer etc. Alles das hätten wir jetzt hier bei dem MediaWiki halt nicht. Ne? Also die Ressourcen, die ihr uns zeigen wollt, präsentiert die uns auf die richtige Art und Weise. Ne? Wie zum Beispiel Quellcode in einem Wiki oder einer Versionsverwaltung, ein Video, was ihr uns zeigen wollt, im besten Fall auf einer Plattform, die für Videos ist, wie YouTube. Ne, was ich euch gezeigt habe, ist es schöner, wenn ihr ein Video auf einer, ja, als YouTube verlinkt, als wenn ihr das direkt hier in die Plattform hochladet. Und so weiter. Ne, zeigt, welche Software ihr gebraucht habt. Und wenn halt darüber hinaus nochmal größere Fragen entstehen, dann könnt ihr einfach vielleicht mal ins Praktikum kommen und wir quatschen da kurz drüber, wie man das am besten mit dem MediaWiki umsetzt. So, ansonsten im Anschluss der Veranstaltung würde ich jetzt hingehen und die Einträge für eure Projekte halt hier machen. Ne, Projekt XYZ ist damit Geschichte, das brauchen wir nicht mehr. Das war jetzt ja nur zu Demonstrationszwecken. Und ja, dann würden wir uns freuen, wenn ihr zeitnah anfangt, an euren Dokumentationen zu basteln. Ich hoffe, ihr habt schon ein bisschen Bildmaterial gesammelt, während ihr an euren Projekten gearbeitet habt. Aber ansonsten habt ihr jetzt noch genug Zeit dafür, hier was Schönes zusammenzubauen. Das soweit zu dem MediaWiki. Gibt es dazu Fragen? Oder habt ihr insgesamt noch mal Fragen zu der Prüfung, also zu diesem Messe-Event, wo wir halt letztendlich Noten vergeben? Ich glaube nicht. Ja, Gut, auch gut. aber das wäre es dann soweit von mir. Wenn sonst nichts mehr ist,
Also ich wäre soweit fertig, dann wäre ich gleich im Praktikum wieder für Fragen offen. Habt ihr noch was? Okay. Nö? Gut. Dann kurz und knackig, dann belassen wir es dabei. Ich hoffe, Sie sind immer noch weiter fleißig am Entwickeln. Ne? Einige von Ihnen sehe ich halt regelmäßig im Praktikum, das freut mich sehr. Wenn Sie da mal Hilfe brauchen, dann kommen Sie einfach mal wieder vorbei. Oder schreiben mir eine E-Mail. Gut, und das wäre es dann soweit. Ich wünsche Ihnen dann halt einen schönen Start ins Wochenende. Oder wir sehen uns vielleicht gleich noch beim Praktikum. Alles klar, vielen Dank. Okay.